Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt bei SkakuLP. Und? Nämlich heute nicht alleine. RackBatu-LP. Heute nicht alleine. Bei mir ist Ja. der RackBatu-LP. Ja. Wir haben uns das Spiel heute erst gekauft. Es heißt Orcs Must Die 2. Wir spielen erst im Koop, wie man sicher schon Natürlich. bemerkt hat. Und Frederik, es ist dein Part, das Genau. alles zu erklären. Denn ich will nur talken. Ich bin hier cool. Okay, ja, wir fangen ganz von vorne an, nämlich mit Am Abgrund, das ist die erste Mission. Wir spielen natürlich die Story zuallererst. Ich denke mal, die anderen Modi werden wir auch mal ausprobieren. Aber erst nachdem wir die Story geschafft haben. Wir spielen Wahrscheinlich auf. werden wir uns noch ein DLC kaufen. Ja, So oder vielleicht. den ganzen Sch wir Wahrscheinlich. werden uns den ganzen Zusatzmist kaufen. Schwierigkeitsgrad, wir spielen auf Kriegsmagier. Einfach so nur. Also normal. Zauberbuch kann man sich ausrüsten und so einen Scheiß kaufen, dazu kommen wir später noch. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal, ne? Ich klicke auf Spielen, er klickt auf Spielen und dann geht's los. Und jetzt Ich klicke auf erstmal bereit. hier ein kleines Tutorial. Hier, was müssen wir machen? Wo kriegen wir Punkte und so einen Scheiß? Alles. Und da unten lädt's Alles schön. ganz unwichtig. Jetzt mit Leertaste geht's weiter und dann gibt's erstmal eine schöne Zwischensequenz, die uns die Story erzählen wird. So sollte es also enden. Red mal. In der Falle. Umzingelt. Aller Macht beraubt. Ich hatte etwas Besseres verdient. Sie waren hinter mir her. Einst war ich ihre Königin. Jetzt würden sie meinen Untergang besiegeln. Doch plötzlich, wie aus dem Nichts, ein neuer Spalt. Er war anders, zerbrechlich. Ich spürte Macht aufkommen. Nur ein winziges Rinnsal. Nicht mal genug, um auch nur die Gedanken eines einzelnen Orks zu beeinflussen. Dennoch, der Spalt bot eine Fluchtmöglichkeit. Sobald ich auf der anderen Seite ankam, sah ich ihn. Er stand direkt vor mir, mit diesem dämlichen Grinsen auf dem Gesicht. Dazu gab es nur eins zu sagen. Renn! Okay, das ist doch schön. Also, um nur mal zu erklären, ich spiele den grinsenden Vollidioten und er spielt die halbnackte Zauberin. Halbnackt und eine Königin noch Wie dazu. hoch kannst du springen? Du bist gerade Ich habe voll keine Ahnung, hochgesprungen. aber irgendwie. Warte mal, ich habe zwei Slots mehr als normal. Was? Ich hab drei. Wieso habe ich fünf? Was? Ich weiß, Du was ich hätt... einfach machen werde. Ich spiele einfach nur mit den Ja, warum hast du Standarddingern, die denn man am einen... Anfang hat. Du hast keinen neuen gemacht. Keinen neuen Na Charakter. egal. Ich spiele Okay. einfach erstmal mit den. Jetzt habe ich euch zwar ein bisschen gespoilert, aber es wird schon hinkommen. Okay, erstmal jetzt hier. Die Grundausrüstung, Donnerbüchse. Teer, verlangsamt Gegner. Pfeilwand sind Pfeile, die herumballern. Und Donnerbüchse ist halt den Nahkampfwaffe. Hier, ich zeig mal. Shotgun. Yes, bam. Genauso. Und er fängt schon direkt damit an. Direkt mit dem Bauen. Ja, So, Thea. Frederik, platzier Ja. mal nur dein Teer. Dein Wieso? Teer. Oh, nee, tot. Und da ist sie weg. Und ja, Ist aber auch. das passiert doch Ist auch so. oft. Ist ja auch so typisch Karl. Immer schön Ist typisch sterben. Karl. Okay. Ich bin fertig, ich kann nichts mehr bauen. Los geht's. Okay. Mit G aktiviert man die halt. So, kommt Geh! schon, kommt schon. Halbtakt der Zauberin kann bis zum Mars springen. Warum kannst du scheiße hochspringen? So, mit linker Maustaste schießt man. Ich treffe zwar bisher kaum welche, aber egal. Und mit der rechten Maustaste aktiviert man so einen Spezialangriff, der dann Mana kostet. Hier oben links, das kann ich jetzt nicht zeigen. Oben Mann, das links wird die blaue knapp hier. Leiste. Was? Wir spielen gerade scheiße, ja? Geld. Totenschädel. Wer es vielleicht bemerkt Ah, ich hat? bin wieder geschnappt, Frederik. Das bekommst du hier nicht. Was? Was hast du denn gemacht? Idiot. Wie man sieht, das Spiel ist eine Mischung aus Action und Tower Defense. Hier setzt man seine Tower, sag ich jetzt mal. Und die haben halt Effekte. Teer verlangsamt. Das friert ein. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Und das sind so Säurespucker. Die schießen in dieser
Linie Säure auf die Gegner. Ja, genau. Darum finde ich das Genre auch so toll. Action Tower Defense, das macht so, ist so Action mit. Weißt du, so genau diese, so eine Art von Spiel, Action Tower Defense, das habe ich jahrelang gesucht. Ich wollte eine Mischung aus RPG und Tower Defense. Bam. Zeig mal deinen Spezialangriff. So, jetzt der verliebt und tötet genau den anderen. Genau das macht der Spezialangriff. Der verliebt, lässt die sich in die verlieben und dann kämpfen die für die. Ist eine ziemlich geile Spezialattacke. Ey. Bam. Da ist er. Weg. Ich dachte gerade schon. Ich schieß die einfach alle runter. Nochmal. Gut, ich setze noch ein bisschen Teer hier hin. So. Jetzt kommen die nämlich kaum mehr voran und wir zerschießen die einfach. Klar, das ist nur die erste Mission, da müssen wir noch nicht taktisch vorgehen. Hier können wir einfach willkürlich die Türme setzen. Unwillkürlich, oder? Willkürlich oder unwillkürlich? Willkürlich. Unwillkürlich wäre, wenn wir es geplant hätten. Ich gehe jetzt hier Massaker, Nahkampf und springe fast in den Tod, aber auch nur fast. Mohaha. Ich kann das. Bam. Ich kann die Eisblöcke verschieben. Ich schieß die einfach alle runter. Hey! Ich bleib einfach auf einer Stelle und balla. Der wollte gerade über die Schienen gehen. Ich hab den rübergeschossen auf die Schienen. Und dann wollte er da aufstehen und weitergehen. Da habe ich ihn einfach runtergeballert. Ja, das ist auch verständlich. Ja, ne? Ich find das voll asozial von denen. Ich finde, manche von denen sehen aus wie Zwerge. Wie Zwerge? Ja. Wo kann ich noch was setzen? Ich kann hier nirgendwo mehr Teer setzen, echt? Du hast hier alles eingenommen. Soll ich meine verkaufen? Nein, ist schon gut. Komm, hier. Also Nein, brauche ich gar nicht. Ist schon super. Na gut, dann setze ich halt eben noch eine hier hin. So. Gut, ich bin fertig, ne? Wir können sie jetzt kaputt ballern. Ich guck mal, wo ich noch irgendwo eine Falle platzieren kann. Also ich hüpfe ein bisschen rum, ne? Also, ist ja kein Problem. Dass uns das Teer nicht verlangsamt, das ist ja auch schön. Ja. Das ist Ork-Teer. Das funktioniert nur bei Orks. Guck mal, ich laufe in den Spalt. Ich habe ja voll die Camper-Position gefunden. Guck mal. Die greifen nämlich bestimmt nicht an oder so. Ich verstecke mich einfach hinter dem Spalt. Ja, ich kann gerade gar nicht, weil... Wo bist du? Die Frames kacken gerade, ja. Gut. Okay, jetzt geht's. Ich verstecke mich einfach hier hinter. Nein, scheiße, das funktioniert nicht. Ich mach das jetzt einfach mal. Das funktioniert! Haha, ich hab gewonnen! Ey, wenn das wirklich funktioniert. Na gut, nee, das funktioniert nicht. Das kann ich nicht machen. Kaboom! Ich schieß einfach alles in die kaputt. Kanonenkugeln rein und dann gibt's hier Party. Alter, zum Glück ist der Penner neben mir erfroren. Sonst wäre ich aber gestorben, Alter. Ich bin auch schon wieder halb tot. Ne? Ich habe aber noch volles Leben und ich bin fast gestorben. Du bist nur einmal runtergesprungen. Logisch. Aber was ich irgendwie nicht mag, ist, dass man runterfallen kann. Ja, aber das macht auch noch hier ein bisschen Spannung. Muss man aufpassen. Wie viel kommt denn hier noch? Du rollst doch hier nur die Gegner herum, Alter. Ja, ich schieß die alle hier rum, wie ich gerade lustig bin. Bam. Was? Ja, haha, meine Pfeilfalle hat auch was gemacht. Da ist noch einer. Hier ist irgendwo noch einer. Oh. Der hat sich hier festgebackt, guck mal. Komm mal her. Komm mal genau dahin, wo ich bin. Der hat sich festgebackt. Der steckt im Spalt fest. Stand genau da.
Aha. Ich komme so gerade zu dir und es passiert dann nichts. 3 Bonusschädel bekommen. Ich 5. Nee, warte, cool. Ich habe 3 Schädel so und 2 Bonusschädel. Ich habe insgesamt jetzt 5 Schädel. Wie viel hast du? 20. Was? Nein, ich habe im Grunde hätte ich jetzt auch 5 nur. Ja, du Arsch, du musst doch deinen Charakter danach löschen, ne? Der hat jetzt seinen Charakter benutzt, den er davor noch hatte. Aber wo wir auch schon die erste Mission gespielt hatten. Und die zweite. Jetzt hat der viel mehr Zeug als ich. Nein. Okay, lass einfach weitermachen. Ja, fortfahren. Los, komm. Ich habe eine neue Falle freigeschaltet, ja, die ich jetzt auch benutzen werde. Die Stachelfalle. Machst du auch noch was? Gut. Ich muss mal zweimal auf bereit drücken. Ich verstehe noch nicht wieso. Leertaste und weiter geht's. Das ist jetzt etwas besonders hier. Erstmal hole ich mir hier meine Falle. Was hast du denn da? Ach. Ah, stimmt, hier können wir auch... Eigentlich müssten wir hier sehen können, genau, welche Gegner hier kommen. Mittelschwerer Ork-Krieger, zielstrebiger Wüstling, der den Spalt erreichen will. Schwerer Ork-Krieger, kräftiger und zielstrebiger Wüstling, der den Spalt erreichen will. Oder Erdelementar, spaltet sich nach dem Tod in 2 Erdlinge. Okay. Die kommen zuerst ja von der linken Seite und später dann noch von der rechten und so. Ganz einfach. Alter. Framezahl, bitte. Sie mag dich nicht. Sie hasst mich gerade. Jetzt geht sie wieder auf 80 hoch. Ich weiß gar nicht, wie viel ich habe, weil ich die immer ausblende. Dann sofort. Uiwawa. Boah, ey, wie das aussieht. Du musst mal, wenn du kein Geld mehr hast, mit dem Mausrad dann die ganze Zeit so rumdingsen, dann kommt da so voll viele Zeichen da auf einmal. Weil du kein Geld mehr hast. Das ist voll heftig. Du hast aber noch voll viel Geld. Nein, nein, nicht dahin stellen. Bist du wahnsinnig. Ja, das dahin. Hast du noch eine Eisfalle? Ja, aber ich kann auch so eine setzen. Nee, komm, das muss gut aussehen. Okay, geh. Oh, jetzt kommt sie. Der Erste, der rauskommt, sofort. Natürlich sind alle dann sofort tot. Ja. Frederik? Shotgun ins Gesicht. Könntest du ins Headset schreien? Oder irgendwie? Nein. Nein. Ich mach sowas nicht. Shotgun ins Gesicht. Ich höre dich langsam. Irgendwie wirst du immer leiser, habe ich das Gefühl. Nee, das kann nicht sein. Shotgun ins Gesicht. Nein, verdammt, daneben. Oh, Schädel. Shotgun ins Gesicht. Genau so. Bam. Bam. Und dich auch noch. Hey. Es hat keinen Sinn, wegzulaufen. Geschafft. Jetzt hat sich der neue Spalt hier geöffnet. Dann müssen wir jetzt hier sofort zu bappen. Ich habe kein Geld. Scheiße. Wieso habe ich nie Geld? Bam. Muss man immer aufpassen, wenn die hier unten sind, dann werden sie von der Lore weggeschleudert. Machst du das da? Schaffst du das alles? Karl, bam. Ich hab dich abgeschossen. Ja. Hast du es gemerkt? Das Problem ist, die Framezahl geht immer niedriger, weil ich, ja... Was machst? Gleichzeitig Render und gleichzeitig Dungeon und Defenders download. Also, das ist meine Entschuldigung, ne? Ja. Da will er sich nur rausreden. Will er sich rausreden, dass ein PC scheiße ist. Nee, das stimmt nicht. PC Alter. Ist... Verdammt. Und für dich auch. Lol. Ich fall die ganze Zeit fast runter. Die kommen von der anderen Seite, ne? Hey,
Nicht dran vorbeilaufen. Na gut, dann mach ich jetzt hier Kamikaze. Bam. Mach einen auf Ninja-Vibe. Ninja-Vibe. Mach einen auf halbnackte Zauberin, dann funktioniert das schon. Nein, Mann, ich spring die ganze Zeit zurück und baller werde. Scheiße, wow, woher kommt der fette Ork hier? Wir sind voll schlecht, ey. Die leben alle noch. Wir schaffen das gar nicht, die zu töten. Das sind viel zu viele jetzt hier. Viel zu viele! Wollt ihr euch mit mir anlegen, hä? Bam. Ich überlege mal kurz. Ist da schon einer rausgegangen? Scheiße. Bleibt gefälligst hier! Alter, eben war das doch noch so halb. Fast. Wir sind so schlecht! Glaub. Da haben wir jetzt das noch. Sterben wir hier fast. Also locker geschafft, ne, meine ich. Ja, vorher haben wir das einfach so gemacht, da war das nicht schwer und jetzt. Gar nichts. So. Weißt du was? Einfach nur noch Stachel fallen. Nee, die sind nicht so effektiv. So effektiv sind die gar nicht. So, aber jetzt müssen wir sie abwehren. Das ist jetzt nämlich die vorletzte Welle. Und los geht's. Geh du nach links. Mach du das links, ich mach das hier rechts, okay? Okay. Wenn's eng wird, dann sagen wir jeweils dem anderen Bescheid. Das Problem ist, ich mach weniger Schaden als du. Ja, dafür kannst du aber auch machen. Ja. Ja. Ich muss gleich mal essen. Das heißt, nach dieser Runde, wenn wir das Ganze mal beenden. Wenn wir es überhaupt schaffen. Ne? Ja. Kochen wir diesen Berg. Bam. Puppen. Verlieben. Verliebt so. Euch alle in mich. Das wäre ziemlich positiv. Ist der Gollum? Hey, wo kommst du her? Gollum, bitte verliebt euch. Du hättest mal Bescheid geben sollen, ne? Dass die alle schon da sind. Ja, stimmt ja. Sorry. Ja, sie sind da. Und jetzt kommt noch Gollum. Ein Gollum. Los, Gollum. Liebe mich. Ich springe jetzt hier. Ich mache jetzt hier voll Ninja-Moves. Ich springe die ganze Zeit durch und schieße. Ja. Hey, du. Lass das sein. Ich muss töten. Töten, so wie alle Zombies das in Skyrim sagen. Yes! Muss töten. Haben's gerade noch so geschafft. Du solltest dich vielleicht mal heilen, ne? Wie? Ah, ja, du kannst die Heiltränke aufsammeln, die da rumliegen. Okay. Okay, Ihr kommt hier nicht vorbei. Ich hab hier unten noch eine Schutzlinie gemacht. Ja, die ist nicht so wichtig. Solltest vielleicht oben, ja gut, jetzt bist du oben. Ich wehr euch alle ab hier. Ihr kommt hier nicht vorbei. Scheiß Erdelementar. Stirb. Wir sind ein paar unten. Sind ein paar unten? Immer schneller, irgendwie. Na gut. Ja, ich mache hier wieder ein bisschen Kamikaze, ne? Ich hau die weg. Die haben keine Chance. Na gut, ein paar Chancen haben sie doch. Ich habe keinen Mana mehr. Da ist er tot. Was musst du? Der Typ muss sich hier übergeben gerade. Also mein Charakter. Der ist voll schlecht. Aha, yeah. Aha. Wir haben es geschafft. So, und damit beenden wir mal den Part. Nein, noch nicht. Ich mach gerade hier, wie viel Schädel habe ich jetzt bekommen? Ja. 9 neue habe ich bekommen. Ich habe 3 bekommen. Ich guck mal ins Zauberbuch. Ich habe jetzt 14. Da können wir uns doch mal eine Waffe kaufen. Ich kaufe mir jetzt eine Waffe. Okay, und ich muss dann mal weg. Wir nehmen gleich in einer Stunde wieder auf. Ja, was? Oder? Was meinst du? Nee, ich würde eigentlich weiter aufnehmen. Warum hörst du jetzt auf? Meine Mutter meint, ich muss jetzt essen. Deine Mutter?
Na gut, ja. Dann beenden wir jetzt den Part hier und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschö. Mark Bato und Scarcrow. LP, genau. Ciao.